So, hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, diesmal wieder live aus Bargeon. Heute mit einer etwas enttäuschenden, traurigen Nachricht vielleicht auch etwas wütend. Ich wurde tatsächlich Opfer eines Taschendiebes. Zum Beispiel hier. Wird schön mit einer Rasierklinge oder Teppichmesser aufgeschlitzt und dann fallen die Sachen raus, wird aufgegriffen. Ich hatte Glück im Unglück. Hier packe ich so gut wie nichts rein. Ja. Wie gesagt, Glück im Unglück. Das lässt sich wieder nähen. Ärgerlich ist halt, dieser Rucksack hat für mich besondere Erinnerungswerte. Ja, das heißt, Leute, seid schlauer. Auf jeden Fall tragt diesen Rucksack vorne am Bauch, an der Brust. Ja, und behaltet die Wertgegenstände immer direkt am Körper. Nicht umsonst habe ich meine Tasche, meine Bauchtasche zum Beispiel, mit einem Schloss versehen. Okay, bei so etwas ist man machtlos, aber behaltet sowas immer unterm Pulli, unter der Jacke, ja, und Rucksäcke generell am Bauch tragen. So, wie gesagt, so viel hierzu, eine kleine Warnung ausgesprochen. Ja, ich lasse mir meinen Urlaub trotzdem nicht vermiesen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Einschalten. Hoffe, ich konnte euch etwas ratschlagen und etwas vorwarnen. Das ist tatsächlich nur die Naht hier. Gekonnt. Ja, bedanke mich fürs Einschalten und sage vielen Dank fürs Einschalten. Schon wieder? Ich werde vergesslich. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Salü aus Manila.